Ich habe jetzt eine ganz besondere Ehre, und zwar habe ich die Ehre, euch Mia vorstellen zu dürfen. Gebt ihr doch mal einen großen Applaus nochmal. Ist schon ein weiter Weg, ne? Bis zu uns ins Hinterland. Aber sie hat diesen Weg getan und eigentlich brauche ich gar nicht viele Worte für sie verwenden, weil ich weiß, jeder von euch kennt Mia bereits. Mia ist eine Mama von 3 Kindern, dann ist sie Pastorin, dann leitet sie die Urban Life Church und die Outbreak Band mit ihrem Mann zusammen. Sie ist super viel unterwegs und gleichzeitig ist sie so sympathisch, einfach eine großartige Frau. Sie ist lustig und tief zugleich. Sie, sie spricht einfach direkt hinein und das ist so, so cool. Mia, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Es macht schon Spaß, dich online zu hören, aber es macht noch mehr Spaß, dich live zu hören. Vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, Anjana. Es ist so cool, hier bei euch zu sein, wirklich. Ihr seid so eine coole Church. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Manchmal merkt man das, wenn man so viel rumkommt und auch hier über meine Gemeinden reinguckt und bei manchen denkt man so, ach ja, hier würde ich mich eigentlich auch zu Hause fühlen. So eine seid ihr. Also ja. Es ist krass, wie eure Gastfreundschaft so großzügig ist. Miri und ich haben heute 2 Frühstücke bekommen. Wir sind beides ja Mütter. Miri hat auch 4 Kinder. Es ist einfach an einem Sonntagmorgen so verwöhnt zu werden. Das ist heftig. Also vielen, vielen Dank. Ihr habt so coole Pastoren übrigens auch. Ich weiß, ihr kommt vielleicht, wisst ihr das nicht zu schätzen. Schätzt das! Das ist wirklich so cool, wenn man so leidenschaftliche Pastoren hat, die auch echt so viel Gutes zu sagen haben und trotzdem auch noch einfach so nebenbei einfach so hart cool sind. Wirklich. Also, ja, okay. Anjana hat mich gebeten, nein, eigentlich nicht. Sie hat gesagt, du kannst reden, worüber du willst. Das hat sie eigentlich gesagt. Aber ich könnte auch denken, dass es vielleicht ganz cool wäre, über Worship zu reden. So war das. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, cool. Mache ich eigentlich tatsächlich viel weniger, als wir die meisten vermuten würden. Und habe ich Bock drauf. Okay. Jetzt, was will ich über Worship sagen? Ist ein riesiges Thema und wenn wir dann hier so eingeladen werden zu Worship-Workshops, dann sprechen wir ganz viel darüber. Lobpreis ist ein Lebensstil und das ist auch wichtig und übrigens so unser Thema Nummer 1, wenn wir eigentlich darüber reden. Aber heute habe ich gedacht, gehe ich mit euch noch einen Schritt weiter. Und ist es eine Botschaft, die ich für meine eigene Church geschrieben habe, als wir darüber gesprochen haben, was für eine DNA wir eigentlich haben, wer wir sein wollen, was für eine Church wir sein wollen und was für Worshipper wir sein wollen. Wie sieht unsere Worship-Kultur aus und wie wollen wir da auch die Leute prägen? Und deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt, das hier bei euch zu bringen. Es ist ein bisschen so, wie wenn man ja, sage ich mal, so zu Hause mit seinen Kindern spricht und dann die ganzen Regeln aufstellt und dann vielleicht sogar ein bisschen schimpft und dann sagt, hier habe ich schon wieder was gefunden und da so. Und dann geht man einfach beim Nachbarn rein und sagt, weißt du was, ich bin gerade so in Fahrt, ruf mal deine Kinder. Ich habe was zu sagen, so ist es so ein bisschen, aber das spricht ja absolut für euch. Ich kannte euch vorher nicht so gut, aber es war so wie so eine Art prophetische Vorahnung, dass ihr so cool seid und dass ihr schon jetzt Familie seid, dass ich mich einfach trauen kann, das hier rauszuhauen, was ich denke. So, ich bin ja eingeladen worden, das zu sagen, was ich denke. Zum Glück. deswegen möchte ich von Anfang an einfach das auch klarstellen. Das, was wir hier heute besprechen, es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Man kann gar nicht sagen, hier, das ist der einzige richtige theologische Weg und alles andere Schmu. Das gibt es in diesem Thema nicht. Und ich finde, es gibt so viele gute, wertvolle Gedanken. Und nur weil ich das jetzt so sage, heißt das nicht, dass andere Meinungen schlecht oder falsch sind. Ich hoffe immer, das ist wirklich ein großes Anliegen, dass sich niemand persönlich angegriffen fühlt. Ich kenne hier niemanden, ich kenne auch keine Situation, mir wurde hier nicht gesagt, was hier irgendwie vor sich geht oder so, gar nicht. Sondern es ist einfach nur ein paar Gedanken zu dem Thema und falls irgendwas dich kitzeln sollte,
dann tut es mir leid. Dann können wir da auch gerne nachher drüber reden. Aber vielleicht ist es dann auch ein Ding, worüber du nachdenken solltest. Weiß ich nicht. Ich sag das jetzt einfach so. Okay, bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede. Der Titel heute ist This is how we worship. Oh! Heftig! Den nehme ich mit. Ich habe vorhin schon gesagt, bei uns zu Hause habe ich auch so gesagt und ich hatte so die Hoffnung, dass dann die ganze Church so singen würde, this is how we worship, aber ist noch nie passiert, heute zum ersten Mal, krass, krass, krass. Ich habe schon gesagt, dieses Thema hat unheimlich viele Meinungen und ich nehme euch einfach mal mit in viele Feedbacks, die auch immer wieder bei uns ankommen und wo wir deswegen ja auch so ungefähr abwägen oder abschätzen, was ist eigentlich so das Problem bei manchen oder wo liegen hier die Herausforderungen und die Hürden? Wir kennen halt beide Seiten. Ich kenne die Seite vom Lobpreisteam und mit denen machen wir auch viele Schulungen und sprechen mit denen, wie wir Worship gestalten können, dass wirklich in der Church jeder sich damit eins machen kann und auch sagen kann, hey, das ist mein Worship, wo ich mit rein will. Aber heute möchte ich mal eigentlich gerne so zu uns sprechen, die wir so den Worship mehr so von unten wahrnehmen und tatsächlich ein bisschen auch was zum eigentlichen musikalischen Worship sagen. Also nicht als Lebensstil, sondern wie kommst du so in deinen Worship-Zeiten zurecht? Was sind da so Herausforderungen? Und ein Vorwurf, der immer wieder so ein bisschen im Raum steht, das ist so ganz oft so der erste, ist, Worship-Kultur hat sich so verändert, wenn man so von früher her denkt. Ich finde, Lobpreisleiter sind immer manipulativ. Die sagen, hebt die Hände. Die sagen, klatscht mal mit. Die sagen, die singen sogar, singt ein bisschen lauter. Die sagen viele Dinge und ich empfinde das als sehr manipulativ. Und ich bin jemand, ich kann das ja über mich selber so sagen, ich bin manipulativ. Also veranlagt, das ist es, man hat immer, seine größten Stärken sind auch deine größten Schwächen. So, und ich bin jemand, ich habe sehr viel Überzeugungskraft. Wenn ich von etwas begeistert bin, haben das wirklich so eine Woche später alle, weil ich so überzeugt bin von irgendetwas. Ich bin aber auch ein hartes Werbeopfer, muss ich auch sagen. Ich nehme immer die Werbung von so einem Putzspray. Die sind alle gelogen übrigens. Ich habe sie schon alle getestet. Ich erspare euch das ganze Geld. Das ist das heftig dreckigste Badezimmer. Es könnte meins sein. Und die Frau, die sprüht einfach super lächelnd mal so ein bisschen. Pss, pss, pss. Und dann läuft der Schmutz schon so die Fliesen runter. So ist es nicht. Du musst immer schrubben. Und ich werde schon ausgelacht, weil dann kommt eine neue Werbung. Und dann denke ich mir so, vielleicht. Aber dieses... Hallo? Die Technik entwickelt sich so heftig weiter, oder? Wer weiß, vielleicht kommt das wirklich irgendwann mal und dann kaufe ich das. Und wenn es gut sein sollte, dann kannst du davon ausgehen, dass ich alle anstecken werde. Und die es sich nicht selber kaufen, die kriegen es zum Geburtstag geschenkt, dann, damit die das mal ausprobieren werden. So, das heißt, ich habe mich in meinem Leben, ich möchte kein manipulativer Mensch sein, sehr viel damit auseinandergesetzt und diese Frage gestellt, was ist überhaupt manipulieren? Und komme so ein bisschen zu fragen, was ist überhaupt so der Unterschied zwischen manipulieren und motivieren? Das ist ja eigentlich diese Gabe im Positiven, es ist, ich kann gut Menschen motivieren. Und wo ist da die feine Linie und warum fühlen sich Menschen manipuliert? Es ist ein echt hässliches Gefühl. Ich mag das auch nicht, wenn ich das Gefühl habe, dass ich manipuliert werde. Und möchte auch sagen, ich will das auch nicht. Ich will das auch nicht, dass wir in den Kirchen so eine Kultur entwickeln, dass wir Menschen irgendwo rein manipulieren. Aber Motivation ist super wichtig. Und motivierende Menschen, die wollen eigentlich immer das Beste für dich. Ich denke zum Beispiel an meinen Steuerberater. Der wirklich klasse ist. Und der hat mir schon so viele Sachen beigebracht, das ist richtig heftig, ich wusste das gar nicht. Ich finde, das sollten wir mal übrigens in den Schulen unterrichten. Alles von Mathe ab der 7. Klasse ist Quatsch, das brauchst du nie wieder. Außer es kommt eine Pandemie und du musst auf einmal Homeschooling machen. Das ist der einzige Grund, warum man das braucht. Ansonsten braucht man das nicht, aber Steuererklärung. Und dann sitze ich da und dann sagt er, was machst du denn?
hier musst du hier das Kreuz dahin setzen und hier, wenn du unterwegs bist, kannst du angeben, dass du pro Tag für 12 € gegessen hast, Belege hin oder her, das ist pauschal. Und ich denke so, aha, okay, ich war ja 3 Tage unterwegs, sind 36 € und trage das ein. Ich habe den noch nie angebrüllt und gesagt, hör auf, mich zu manipulieren, ich möchte das nicht, sondern ich bin super dankbar. Er hilft mir, das besser zu machen und auch tatsächlich nachher kein armer Schlucker zu sein, weil ich all diese Sachen nicht weiß. Denk mal an so eine Hochzeit und eine Traurede. Und dann sagt der Pastor, und jetzt darfst du die Braut küssen. Und dann würde der Bräutigam sagen, hör auf, das weiß ich selber. Das musst du mir nicht sagen. Hör auf, mich zu manipulieren. Oder ich habe so einen Dad gehabt, der war hypermotivierend, wenn wir Fahrrad gelernt haben oder sonstige Sachen. Ich sage euch, das war auch manchmal richtig interessant im Park. Dann hat er einfach losgelassen und dann einfach geschrien. Du kannst das, du schaffst das, du musst schneller fahren, du musst lenken, guck nach vorne. Solche Sachen, die man halt sagt. Habt ihr schon mal ein Kind gesehen, das dann anhält und sagt, hör auf, mich zu manipulieren? Nein, man nimmt es super gerne mit und es tut einem auch gut, motiviert zu werden. Ich glaube, dass wir Vertrauen brauchen, auch in unsere Leute, die hier vorne einen Dienst tun, dass wir ihnen nicht Absichten unterstellen, die da vielleicht gar nicht da sind, sondern dass wir auch wirklich Vertrauen haben, dass sie die besten Absichten und Motivation haben für uns als Church. Und hier in der Definition von Wikipedia, die so schlau sind, darüber, was Manipulation eigentlich ist. Und zwar ein geschicktes Vorgehen, mit dem sich jemand einen Vorteil verschafft. Gezielte und verdeckte Einflussnahme, also sämtliche Prozesse, welche auf eine Steuerung des Erlebens und Verhaltens von Einzelnen und Gruppen zielen und diese verborgen bleiben sollen. Und ich denke, das ist doch ein guter Punkt, woran man das unterscheiden kann, ob es Manipulation ist oder Motivation ist, ob die Beweggründe verborgen sind oder nicht. Und deswegen machen wir es auch eigentlich immer ziemlich deutlich, warum wir Worship machen. Wir verdienen daran nichts. Ich habe da auch ehrlich gesagt nichts davon, ob du deine Hände hebst oder nicht. Ich habe da so keine innerliche Strichliste, die dann sagt, ja, noch einer hat die Hände gehoben. Check. Sondern es ist wirklich unsere Absicht. Wir möchten, dass Menschen näher kommen an Gottes Herz. Wir möchten, dass Menschen Gott kennenlernen. Wir möchten, dass, also Worship hat so viele Dinge, ich könnte jetzt so viele Sachen aufzeigen, was Worship alles ist. Aber im Endeffekt ist es doch auch für mich ganz heftig einfach nur, ich will Gott was zurückgeben. Ich bin so dankbar für alles, was er für mich getan hat. Und das ist so jetzt mein Moment, wo ich auch mal was zurückgeben kann, zurück zu sagen, ich liebe dich auch. Und ich wünsche mir das für so viele Menschen, dass sie sich auch auf diesen Weg machen. Wir sehen leider ganz viel, dass ganz viel Raum ist für negative Gedanken und auch, dass der Feind das auch echt teilweise nutzen will, so ein Keil zwischen Gott und seiner Braut und zwischen seinen Kindern wirklich so reinzukommen, um, glaube ich, da einfach eine Trennung zu schaffen, eben weil der Teufel auch weiß, wie cool Worship ist und dass das die Beziehung zu Gott so heftig anfeuert und wirklich Durchbrüche schenkt. Und deswegen auch so ein wichtiges Thema. Und 3 sehr unbequeme Wahrheiten, die ich gerne ansprechen möchte. Ich habe mich nach der ersten Predigt gefragt, ob das überhaupt in Ordnung ist, in eine fremde Kirche reinzukommen und einfach so unbequeme Sachen zu sagen. Aber und ich versuche es auch so nett wie möglich zu sagen. Ich habe das von meinem Sohn gelernt. Der sagt immer Sachen, die klingen wie ein Kompliment. Und dann sagt der Hashtag not. Also zum Beispiel, deswegen muss man immer kurz warten, bevor man sich zu früh freut bei ihm. Das Essen war super lecker. Hashtag not. So, wenn er schon sagt, das Essen war super lecker, bin ich schon ein bisschen misstrauisch, weil ich bin wirklich kein guter Koch. Dann weiß ich schon, okay. Aber letztens hat er mich wirklich hart erwischt. Das war, glaube ich, so, ey, die Hose steht dir wirklich gut. Hashtag not. Okay, aber ich nehme das mal mit. Ich sage immer den Punkt, den ich super unangenehm finde und so negativ nicht formulieren will. Und ihr sagt dann Hashtag not, oder? Das ist doch gut. Okay, Punkt Nummer 1. Worship ist Geschmackssache. Es gibt hier so viele Streitpunkte über
geschmackstechnische Dinge, die den Worship betreffen. Und ich hau mal so ein paar raus, die so die Klassiker sind. Zur Ehre meines Opas, den ich über alles liebe. Punkt Nummer eins, das Schlagzeug ist zu laut. Interessanterweise sitzen diese Menschen, die sich darüber beschweren, dass das Schlagzeug so laut ist, immer genau vorm Schlagzeug. Das macht einfach keinen Sinn. Wenn man ein lautes Schlagzeug nicht mag, dann gibt es definitiv bessere Plätze im Saal als direkt vorm Schlagzeug. Aber irgendwie ist es immer sehr schwierig, auch für Menschen, die schon immer an einem Platz gesessen haben. Ich verstehe das auch. Es ist auf jeden Fall immer so ein Punkt, warum Menschen sich beschweren über Worship. Es ist zu laut. Wir sind das Land der Denker und Dichter und unsere Sprache stirbt, weil ihr einen englischen Worship-Song gespielt habt. Ja, auch das müssen wir uns viel anhören. Die E-Gitarren sind zu laut. Und die Frage, ist E-Gitarre nicht Rock'n'Roll und vom Teufel? Auch geil, wenn du mal so eine Akustikversion von etwas rausbringst und dann immer wieder die Rückmeldung kommt, das ist gar nicht Akustik, ich habe gesehen, das Piano hatte Strom. Ja. Das hast du genau richtig gesehen. Und ist es überhaupt noch richtige Musik? Ist ja alles elektronisch heutzutage. Das ist doch keine Musik mehr. Wo ist noch die echte handgemachte Musik hin? Ja, es gibt also auf jeden Fall ganz, ganz viele unterschiedliche Geschmäcker. Von der Jugend gibt es übrigens auch Rückmeldungen manchmal. Warum gibt es Blockflöte im Worship-Team? Ist es vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß? Oder also ist auf allen Ebenen, wo du reinguckst, gibt es immer wieder Rückmeldungen darüber, warum Worship nicht als gut oder als cool empfunden wird, weil es viel zu sehr darauf ausgelegt ist, wie eigentlich unser persönlicher Geschmack ist und ob es uns gefällt. Und ganz oft, wenn es uns nicht gefällt, dann machen wir auch nicht wirklich mit. Und das ist ein Problem, weil du musst verstehen, das Worship ist keine Geschmackssache, sondern es ist ein Transportmittel. Du hast hier kein Geld bezahlt für ein Ticket, für ein Konzert, wo du dich hier reinsetzt und dann denkst, dass du ein Recht darauf hast, dass dir die Musik gefällt, sondern Worship ist Anbetung. Und ich habe schon gerade gesagt, für mich ist das so ein heftiger der Sinn, dass ich Gott was zurückgebe und ihm sage, dass ich ihm liebe. Und ich will mich doch davon nicht abbringen lassen, weil die Musik nicht ganz meinen Geschmack trifft. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe einen super wichtigen Arbeitstermin und ich muss pünktlich sein, weil sonst verliere ich 1 Million Euro. Ihr seid noch nicht geschockt genug. 5 Millionen Euro würde ich verlieren, wenn ich nicht pünktlich komme zu diesem Termin. So wichtig ist der Termin. Ihr seid immer noch nicht tense genug, aber okay, vielleicht seid ihr hier alle viel reicher als bei uns. Okay, ich weiß es nicht. Und mein Auto springt nicht an. Und jetzt habe ich nur noch die Möglichkeit, mit dem Bus zu fahren, um pünktlich zu kommen. Jetzt kommt der Bus und hält und er hat an der Seite eine riesige Bayern-München-Werbung. Man sagt ja so bei den Christen immer, man darf nichts hassen, aber in der Bibel steht, man darf das Böse hassen. Und deswegen hasse ich Bayern München so sehr. Richtig hart. Ich möchte ganz klarstellen, keine Menschen und auch nicht die Menschen, die im Verein spielen. Und auch nicht die Fans von denen, aber den Verein. Den finde ich so niederträchtig und charakterlos, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, jetzt habe ich die Wahl. Steige ich in diesen Bus und komme pünktlich zu dem Termin oder steige ich nicht in den Bus, weil ich die Werbung so hässlich finde. Ich finde auch blau und rot, hässlichste Farbkombi ever. Aber okay, wer würde das denn machen? Natürlich steigt man in den Bus. Diese Fahrt hat einen Sinn, diese Fahrt hat einen Zweck. Und so hast du auch die Wahl. Entweder kannst du diese Möglichkeit nutzen, deinem Gott deine Ehre und deinen Dank und deine Liebe auszudrücken. Oder du setzt dich nicht in den Bus, einfach weil dir irgendwas nicht gefällt im Worship. Was für eine verpasste Gelegenheit. Was für eine verpasste Gelegenheit. Ganz im Ernst, nehmen wir mal an, es wäre eine Liebesgeschichte und du bist hart in jemanden verknallt und mein Freund würde nicht zu mir nach Hause kommen, mich zu besuchen, weil der Bus die falsche Werbung drauf hätte. Ich wäre hart pisst. Also da würde ich wirklich, das wäre doch echt kacke, oder? Das ist dann hat auf jeden Fall keine Zukunft, so die Geschichte. Und dann denke ich manchmal, ich glaube, dass das Gott schon auch verletzt, wenn wir nicht bereit sind,
ihn anzubeten, weil uns Aspekte in der Musik einfach nicht gefallen. Und vielleicht denkst du jetzt so, ach, es ist eigentlich überhaupt nicht mein Thema, dann voll gut, es kommen noch zwei weitere Punkte. Aber es gibt vielleicht auch so manche unter uns, du hast es noch nie laut gesagt, aber du weißt genau, was ich meine und was das für ein Gefühl ist, wenn du so im Worship stehst und nicht mitmachen kannst, weil dir was nicht gefällt. In dem Moment, lass doch so eine Lampe angehen, so eine Warnlampe. Achtung, Achtung, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, wenn mir das nicht gefällt. Ich will das trotzdem nutzen, jetzt die Zeit, um Gott anzubeten. Okay. Ich habe dazu noch eine Bibelstelle mitgebracht, die ich auch wichtig finde, weil das ist auch bei Geschmackssache immer wieder so ein Feedback. Warum brauchen wir Licht? Also so fancy Bühnenlichter und ihr seid besonders modern hier mit so diesen Deko-Lichtern auf der Bühne, diese Bars, genau, danke. Und ihr habt den schwarzen Molton und es fehlt jetzt eigentlich nur noch der Nebel. Der Dampf, Nebel ist es ja nicht mehr, wegen den Stimmbändern der Sänger. Genau. Und braucht Gott das hier eigentlich alles? Braucht er das auch, dass beim Gebet das Pad gespielt wird? Ist das nicht wieder sehr manipulierend? Braucht er diese ganzen modernen Instrumente? Und nein, braucht er nicht. Braucht er nicht. Ich habe gesagt, Worship ist nur ein Transportmittel. Und wenn das jetzt mal heute hier der Luxus A-Liner ist, der das Transportmittel ist, dann ist es, weil wir Gott das Beste geben wollen. Aber Gott könnte auch auf dem Fahrrad, würde ihm das genauso reichen, um zu wirken. Gott braucht gar nichts, um zu wirken. Gott ist so groß und allmächtig. Wenn hier eine 100-jährige Oma mit einer Triangel stehen würde, dann würde Gottes Gegenwart genauso hier sein und er würde wirken, als wie mit dieser coolen Kulisse und diesem coolen Lobpreisteam. In Markus 12, Vers 30 steht: Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Für manche Gemeinden ist diese Oma mit der Triangel das Beste, was sie zu geben haben. Und dann ist das fantastisch. Und dann wird der Lobpreis auch fantastisch sein. Bei euch ist das nicht so. Ihr habt sehr begabte Leute. Sie nicht einzusetzen, wäre Verschwendung und wäre so schade. Ihr habt so ein schönes Gebäude. Ist nicht so schön herzurichten, das wäre Verschwendung. Und ich glaube, dass Gott sich geehrt fühlt, dass ihr das auch genauso einschätzt, dass ihr ihm das Beste geben wollt. Und die Kraft, die Talente, aber auch Geld, die Zeit zum Üben, es hier schön herzurichten, zu sagen, Gott, du hast das Beste verdient und halt eben keinen billigen Abklatsch oder nichts, was uns nichts kosten würde. Und deswegen machen viele Kirchen das heutzutage. Nicht, weil Gott es braucht, sondern weil wir ihm das schönste Geschenk, das schönste Date überhaupt verpassen wollen, was uns nur irgendwie möglich ist. Okay, Punkt Nummer 2. Worship ist für mich. Hashtag not. In der Bibel lesen wir gar nicht von so vielen emotionalen Folgen des Worships. Ich habe zum Beispiel noch nie von Paulus gelesen, also oh, heute habe ich mal Worship gemacht und danach habe ich mich so richtig schön gefühlt, richtig gut gefühlt. Oder er schreibt so einen Brief in so eine weinende Gemeinde, hey, ich habe gehört, ihr heult alle ein bisschen rum, macht mal ein bisschen Worship, danach habt ihr so, geht's besser. Auf jeden Fall ist es aber einfach so, dass Gott ein unheimlich dienender Gott ist und auch den Menschen gerne dient, weil er sie liebt. Und so sehen wir auch Auswirkungen von Worship können sein in der Bibel. Saul hat einen bösen Geist, der dann weicht. Paulus und Silas kommen aus dem Gefängnis frei, nachdem sie Worship gemacht haben. Die Stadt Jericho wird eingenommen, nachdem die Trompeten gepustet worden sind, weil Gott es einfach liebt, den Menschen zu dienen. Und meiner Meinung nach ist genau das, was oft im Worship passiert. Wir richten uns auf Gott aus und in all seiner Großzügigkeit und weil er nichts zurückhalten kann, weil er uns so liebt, schüttet er so seinen Geist aus. Und das sind so die Momente, die uns so heftig berühren. Manchmal hört man so Sätze wie, ich hatte richtig geistige Gänsehaut oder heute war die Salbung so stark, dass es dir die Socken auszieht oder sonstiges. Aber das Problem ist, es sind alles so sehr subjektive Empfindungen und jeder empfindet es auch oft anders. Ich habe schon manchmal in Worship-Zeiten gestanden, wo ich dachte, ist aber ein bisschen schwierig und dann kommt nachher jemand und gibt Zeugnis heute im Lobpreis. Sowas habe ich doch nie in meinem ganzen Leben gespürt. Und du denkst so,
Okay, so unterschiedlich können die Empfindungen sein. Und so ist es so, dass weil wir das kennen, dass Lobpreis sowas machen kann und solche Gefühle ja auch voll schön sind, dass wir manchmal die Erwartungen haben an den Lobpreis, nur wenn das passiert, ist es auch ein guter Lobpreis. Und dann passiert Folgendes. Der Lobpreisleiter hat sich vorbereitet die Woche, hat gebetet und gefastet über die Setlist, die gemacht worden ist. Und dann haben sie geprobt und haben alles möglich gemacht. Und dann kommt nach dem Gottesdienst dann jemand und sagt, hey, Lobpreis heute, konnte ich irgendwie so gar nichts für mich mitnehmen. Ja, dann sagen manche Lobpreisleiter, ja, das ist auch okay so, weil der Lobpreis war gar nicht für dich. Schockierender Moment. Ja, der Lobpreisleiter, der nimmt sich nicht diese ganze Zeit und setzt sich hin, oder sollte er zumindest nicht, sich zu fragen, wie kann ich denn alle glücklich machen in der Church, damit alle nachher für sich was mitnehmen. Dafür ist der Lobpreis nicht da, sondern Lobpreis ist die Zeit, die wir Gott geben, um ihn anzubeten. Das heißt, die Lobpreiszeit ist auch für ihn. Und wenn sie dir nicht gefällt, dann ist es okay, weil ich bin mir ganz sicher, dass sie Gott wirklich richtig, richtig gut gefällt. Ich habe mal auf einer Beerdigung gesprochen. Und da ist dann halt die Frau gestorben und ich kannte sie gar nicht. Und dann habe ich mich mit den Kindern getroffen und die Kinder, die waren gar keine Christen. Und die waren dann so, wir wollen aber hier nichts Religiöses in der Rede. Und ich so, okay, ja, müsst ihr ja wissen. Und habe dann die Rede gehalten über das Leben und die ganzen Urlaube und die ganzen Hobbys. Und alle haben geweint und die Kinder waren super glücklich. Ach, das hätte der Mutti so gut gefallen. Und ich dachte mir so, ist cool. Und dann kommt eine Frau zu mir und die sagt, sind Sie überhaupt Pastorin? Ja, also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil ich habe die Ausbildung dazu nicht gemacht. Ich bin schon angestellt als einer, also es ist eine lange Geschichte. Wo haben Sie denn studiert? Ich habe es halt nicht studiert, sondern ich habe eine Bibelschule gemacht. Und sie so, ja, das merkt man. Sie haben überhaupt gar kein Evangelium verkündet. Und dann sage ich ja auch, ja, das liegt nicht daran, dass ich das nicht kann, sondern daran, dass das nicht erwünscht war. Und dann hat sie das Ganze halt damit beendet, ja, hat mir gar nicht gefallen. So, und dann habe ich so gedacht, okay, auf ihrer Beerdigung, ja, können wir ja gerne nur darüber reden, was ihnen gefällt, aber diese Frau, die gestorben ist und deren Kinder, das ist, was die wollten. Das ist, was ich für sie geschrieben habe und nicht jetzt hier, das war kein Sinn und Zweck für eine Massenbekehrung, ja, sonst hätten wir wahrscheinlich Reinhard Bonke eingeladen zur Beerdigung damals noch. Wenn das der Sinn und Zweck gewesen wäre, es war doch nicht für dich. Ob du jetzt die Rede gut fandest oder nicht, interessiert hier niemanden. Wer von euch hat schon mal bei einem Sammelgeschenk mitgemacht? Wer hat schon mal bei einem Sammelgeschenk mitgemacht, was er richtig kacke fand? Und sinnlos. Ich hatte vorhin das Beispiel, falls deine Mutter sich zum Beispiel so zum Geburtstag Helene Fischer Tickets wünscht für so ein Konzert. Und die sind mega teuer und da musst du dann halt mitmachen. So. Und dann schenkst du ihr das und dann weint sie vor Freude. Ja, geht denn dann irgendjemand hin und sagt, ach, Helene Fischer ist so dumm. Also das ist wirklich das blödeste Geschenk, was ich mir vorstellen könnte. Natürlich nicht, macht man nicht. Das Geschenk ist für die Mutti. Die freut sich und alle klatschen und denkt sich, ach, wie schön, dass sie sich freut. Genauso ist es, wenn du den Worship bewertest, ob du ihn gut findest oder nicht. Er ist nicht für dich, er ist für Gott. Und wir wollen diese Zeit bewusst nehmen, um von unseren eigenen Bedürfnissen und Umständen wegzuschauen, auf Gott hin. Das ist seine Zeit und dort wollen wir das Beste für ihn geben. Es würde dich doch auch verletzen, wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dich, nur damit du es zurücksagst, oder? So bei Kindern ist das ja manchmal so ein bisschen so, wenn sie noch in so einem interessanten Alter sind, dass wenn sie zu nett sind, fragt man sich, was willst du eigentlich von mir? So, manchmal komme ich nach Hause und es gibt solche Situationen, dann auf einmal, oh, wie war denn dein Tag? Die Höhe ist dann noch, soll ich dir was zu trinken bringen? Okay, was willst du? Oder was passiert? irgendwas davon ist dann meistens eingetreten. Und es sind Kinder. Ich bin die Mutter. Ist auch klar, dass das so läuft. Aber sage ich mal, in einer normalen Freundschaft, in einer Beziehung, ist doch traurig, wenn jemand nur dann nett zu dir ist, wenn er was von dir will.
Und genauso auch im Worship. Gott hat, egal wie du dich fühlst, egal was du für dich rausziehst, hat es verdient, dass wir ihm die Ehre geben. Ihm alleine. Das ist seine Zeit. Das Endziel ist es, dass Gott die Ehre bekommt und nicht, dass es mir gut geht. Und der dritte Punkt. Okay. Worship sollte bequem sein. Ganz viele haben schon den Punkt erlebt, jeder von uns, möchte ich mal behaupten, dass man keinen Bock auf Worship hat. Nein? So, danke, Miri. Dafür habe ich dich mitgenommen, genau. Ich werde das voll oft gefragt, komischerweise, wenn wir so auf der Bühne sind und unterwegs sind. Und wir haben da manchmal so 17-Tages-Touren gehabt und da hast du 14 Tage von den 17 Tagen tatsächlich Worship Nights. Und dass dann Leute sagen, ja, es kann doch nicht sein, dass du jeden Abend voll Bock auf Worship hast und dann da stehst und wirklich so leidenschaftlich, so richtig Lust hast, Gott die Ehre zu geben. Und dann sagst du, bist natürlich ehrlich und sagst, nö. Und dann sagen die, ja, aber dann ist doch Heuchelei. Und da kann ich nicht mitmachen. Sorry. Heuchelei ist einfach nichts, was Gott unterstützen würde. Und deswegen habe ich meine Schwierigkeiten mit so einer Worship-Kultur. Da sage ich dazu, nee, also für mich ist es nicht so. Wie ich das sehe, ist, es ist mein Job, wenn ich auf der Bühne stehe, das ist mein Dienst, dass ich Menschen motiviere, dass ich mit meiner Ausstrahlung, mit meiner Präsenz, mit allem, was ich tue, möchte ich, dass Menschen das sehen und sich getriggert fühlen, da will ich mitmachen. Ich will auch Gott anbeten. Ich will mit Teil davon sein. Das ist mein Dienst in dem Moment, Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. So, und meine persönlichen Worship-Zeiten, die habe ich eh zu Hause. Das ist nicht auf der Bühne, findet das nicht statt, sondern das ist in dem Moment mein Dienst und meine Aufgabe, seid in dem Moment ihr. So, wie könnte ich euch motivieren, dass Worship so eine schöne Sache ist, wenn mein Gesicht einfach zeigen würde, ich habe da keinen Bock drauf. Oder ich würde hier so stehen. Es würde einfach Menschen nicht in Gottes Gegenwart führen. Ich habe mal bei McDonald's gearbeitet. Es ist ganz klasse, was heute hier alles rauskommt. Ich habe nicht studiert, ich habe noch nicht mal das Abitur, haue ich jetzt auch noch raus. Und ich habe bei McDonald's gearbeitet, zweimal sogar. Und dann ist immer das Gleiche. Die Leute kommen an die Kasse und sagen Big Mac. Und ich sage dann, oh, möchten Sie nicht unser super Sparmenü haben? Weil dann sparen Sie nämlich, wenn Sie Pommes und Getränk noch dazu nehmen. Nein, Big Mac und dann noch eine Cola. Ja, Moment, das sind ja schon 7 €. Ja, dann kann ich auch gleich das Menü nehmen, weil dann sind die Pommes ja quasi für immer mit dabei. So, es ist für mich als Kassenkraft sehr herausfordernd. Ich muss den Schichtführer rufen. Das kann man nicht einfach selber in der Kasse rumfuschen, sondern der muss seine Karte reinstecken und den Code eintippen. In der Zeit wird die Schlange immer länger. Es ist super stressig, wirklich richtig, richtig stressig. Und dann muss man ja auch noch freundlich bleiben. Jetzt darf man ja als Christ nicht heucheln. Deswegen werde ich auch mal super authentisch dem Kunden meine Gefühle ausdrücken und sagen, wie dumm sind Sie eigentlich? Ich habe am Anfang, Sie mussten noch nicht mal selber das kombinieren, habe ich Ihnen vorgeschlagen, ein Menü zu nehmen, weil Sie dann sparen würden. Was haben Sie denn verstanden? Was glauben Sie denn eigentlich, warum das Sparmenü heißt? Weil man spart. Und ich habe es doch vorgeschlagen und jetzt machen Sie das so, es kostet mich Zeit. Der Chef ist sauer, weil er hinten vom Büro kommen muss. Das ist überhaupt nicht meine Schuld. Die Schlange wird länger und ich kann vielleicht deswegen nicht Pause machen, weil Sie nur den Big Mac gesehen haben, anstatt über das Menü nachzudenken. Was soll das denn? So, und mein Chef würde das mitbekommen und mich mit in sein Büro nehmen und sagen, klasse. So authentisch, wie Sie sind, Sie müssen doch Christ sein. das finde ich richtig gut, wenn man so ganz ehrlich ist und die Wahrheit so raus hat. Also mein Chef war nicht so. Wir mussten immer, der Kunde ist König, super freundlich sein. Oh ja, das ist doch kein Problem. Das kann ja jedem mal passieren. Das erlebe ich so oft. Das hat gar nichts mit Ihnen zu tun. Und dann musst du trotzdem dein Bestes geben. Du darfst dem nicht in die Cola spucken. Die Pommes müssen heiß sein. Es muss einfach genau trotzdem richtig, richtig gut sein. Ist es geheuchelt?
Ist es nicht, es ist mein Job, es ist mein Dienst und mein Chef will, dass es richtig gut gemacht wird. Und genauso auch im Worship, wenn du deinen Dienst richtig gut machst, dann geht es nicht um deine Gefühle, was du empfindest, ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht, sondern in dem Moment ist es deine Aufgabe, den Menschen ein Vorbild darin zu sein, in Gottes Gegenwart zu gehen. Und das bedeutet für sie auch, nicht auf ihre Umstände und Gefühle zu gucken. Dafür bist du Vorbild hier vorne. So oft kommen Menschen rein und sagen, oh, das war so ein stressiger Start heute in den Tag und kein Parkplatz und Flecken vom Frühstück und die Kinder und vielleicht schlimme, traurige Umstände in der Familie. Wie soll ich denn jetzt Worship machen? Das ist die Herausforderung und dafür ist auch das Worship-Team da, dich abzuholen und zu sagen, hey, lass mal einfach deine Gedanken dort, wo sie sind, sondern schau auf Gott. Du kannst jetzt zu ihm kommen, genau wie du bist, mit allem, was dich beschäftigt, das einfach am Kreuz ablegen. Und egal wie der Umstand ist, darfst du Gott anbeten und ihn groß machen, ihm dein Lob geben und ihm sagen, wie sehr du ihn liebst. Und das ist ein heftiges Opfer manchmal. Und ich glaube, dass dann unser Worship sogar noch mehr wert ist. Es ist keine Heuchelei, sondern es ist noch mehr wert, wenn es dich was kostet. Ich werde dann ganz kurz eine Geschichte erzählen aus 2. Samuel 24, Vers 24. David, aufgrund von dem Fehler, den er gemacht hat, ist Gott dabei, das Volk zu schlagen und auszurotten. Und David sieht das und er will das stoppen und er weiß, er muss ein Opfer darbringen. Und er geht hin zu diesem Berg, wo dieser Typ wohnt und sagt, hey du, ich muss jetzt ganz dringend und ganz schnell ein Opfer darbringen. Hast du Zeugs für mich da? Und der Typ sagt, ja, ich habe alles, was du brauchst. Hier, beste Rinder, bestes Geschirr dafür. Hier ist der Altar. Nimm es und mach das Opfer. Und David sagt dann Folgendes, doch der König wandte ein, nein, ich will alles zum vollen Preis kaufen. Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Und so bezahlte David für den Dreschplatz und die Rinder 50 Silberstücke. Wenn du jemanden liebst, dann ist er es dir auch wert, ein Opfer darzubringen und dass es dich was kostet. Und hey, wie ich schon gesagt habe, ich will hier niemandem zu nahe treten. Das, was du denkst, das, was du fühlst, ist vollkommen okay, aber nur ein Gedanke. Wenn es dir so geht wie mir und du möchtest so gerne Gott auch mal was zurückgeben von dem, was er für dich getan hat, das ist der Moment. Das ist der Moment, wo du sagen kannst, es geht nicht darum, ob ich Bock habe oder nicht. Es geht nicht darum, was ich fühle, sondern ich will dir zeigen, wie sehr ich dich liebe, indem ich mich jetzt gerade trotzdem entscheide, aufzustehen, meine Hände zu heben, wenn Pandemie vorbei ist, wieder mitzusingen, Vollgas zu geben, zu tanzen. Ich habe auch nicht immer Bock zu tanzen. Ich finde es manchmal richtig schlimm. Und manchmal waren wir dann schon an Orten und ich war die Einzige. Und ich fand es einfach nur lächerlich. Ich habe gesagt, Gott, warum? Ich mache mich doch echt zum Deppen. Dann da, wie so eine Oma. Ich bin hier auf die 40 zu und unten gucken alle nur, was soll das denn? Wo ich weiß, das ist ein Opfer, was ich da bringe, weil ich ihn lieb. Und ich bin da so stolz auch auf unsere Church, weil die machen das mittlerweile auch so. Unser Worship-Team ist so darauf spezialisiert, hey, ihr müsst die Leute animieren dazu, dass sie mitmachen. Und ich bin nicht stolz auf sie, weil ich denke, wir sind so eine hippe Church, bei uns tanzen sogar die Leute, sondern weil ich weiß, dass es unsere Leute ein Opfer kostet und sie sich dafür entscheiden, Gott anzubeten. Und auch um 11 Uhr, egal ob sie müde sind oder nicht, tanzen sie zu den Liedern. Und das macht mich so stolz, dass sie da drin gewachsen sind, wegzugucken von ihren Gefühlen hin auf Gott und ihm das Beste geben, was sie haben. Und dafür möchte ich auch gern für euch beten. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne aufstehen. Gott, ich danke dir so von Herzen, dass du ein Gott bist, dem wir uns nahen dürfen. In deinem Wort steht, wenn wir uns dir nahen, dann nahest du dich uns auch. Und dass du nicht weit weg bist und jemand, der einfach so über allen Sphären schwebt und wir irgendwie gucken müssen, wie wir dich anbeten können von der Ferne, sondern dass du so nah bist, dass wir echt diese Liebe manchmal gar nicht begreifen können. Ich danke dir dafür, dass du echte Beziehungen zu uns baust und dass du real heute noch in unseren Herzen wohnst und wirkst und zu uns sprichst und dass wir diese Möglichkeit auch wirklich haben durch unser Leben, aber halt eben auch durch die Musik hier und in der Worship-Zeit, das auch mal auszudrücken, wie sehr wir dich lieben. Und überall da, wo auch wir mit negativen Gedanken oder der Feind da einfach so reinkommen will, um so einen Keil zu treiben zwischen uns, wollen wir das echt so brechen in Jesu Namen. Sondern wir wollen dieses Transportmittel nutzen, so gut wir können, so oft wir können,
um wirklich dir zu sagen, was für ein erstaunlicher Gott du bist. Und was für eine Ehre es ist, mit dir zu leben. Was für eine Ehre es ist, dir dienen zu dürfen. Was für ein Privileg, dich kennen zu dürfen. Und wie heftig ist es, dass du uns so nah rankommen lässt. Und überall da, wo wir diese Möglichkeiten nicht wahrnehmen, wollen wir einfach sagen, hey, es tut uns leid und wir wollen da drin echt noch wachsen, wir wollen da drin echt noch reifen und wirklich dorthin kommen, zu sehen, dass es wirklich um dich geht, Gott. Und dass dir unser Lob gebührt und wir dir unsere Herzen hinhalten und dir den Platz Nummer 1 geben über allem. Amen.